Willkommen zum League of Legends Champion Spotlight mit Yasuo, dem entehrten Krieger. Wer sagt, ich vertrage nichts? Yasuo ist ein Nahkämpfer, dessen Ehre in den Schmutz gezogen wurde. Als Meister der Windtechnik manipuliert Yasuo die Luftströmung um sich herum, um direkt in die hinteren Reihen des Gegners zu gelangen und dort feindliche Fernkämpfer auszuschalten. Yasuo verfügt über kostenlose Fähigkeiten und extrem niedrige Abklingzeiten, wodurch er sich besonders gut in längeren Teamkämpfen schlägt, bei denen er seine hohe Mobilität nutzt, um sich durch seine Gegner zu metzeln. Yasuos passive Fähigkeit Weg des Wanderers hat zwei Komponenten. Wille verdoppelt Yasuos kritische Trefferrate. Wenn ihr also 50% Crit-Chance habt, so wird Yasuo immer kritisch treffen. Die zweite Komponente ist Entschlossenheit. Yasuos Ressourcenbalken zeigt seinen Fluss an, welchen er erhöht, indem er sich bewegt. Je schneller sich Yasuo bewegt, desto schneller steigt sein Fluss. Wenn Yasuo Schaden von einem Champion oder einem neutralen Monster erhält, während sein Flussbalken gefüllt ist, dann verwandelt er seinen Fluss für ein paar Sekunden in einen Schild. Yasuos E, sausende Klinge, beeinflusst seine anderen Fähigkeiten. Fangen wir also hier an. Mit sausende Klinge stürmt Yasuo zu einem Ziel und fügt ihm Schaden zu. Yasuo hinterlässt eine Markierung, die anzeigt, dass er vorerst nicht erneut zu diesem Ziel springen kann. Sausende Klinge hat eine festgelegte Distanz. Wenn er also nah an einem Gegner steht, bedeutet dies, dass er durch den Gegner stürmt. Der fortlaufende Einsatz der Fähigkeit erhöht deren Schaden. Es lohnt sich also, durch mehrere Ziele zu stürmen, um den Schadensausstoß zu maximieren. Sausende Klinge kann von allen Massenkontrolleffekten unterbrochen werden. Wenn Yasuo auf dem falschen Fuß erwischt wird, kann er sausende Klinge benutzen, um durch seine Gegner in Sicherheit zu stürmen. Sprechen wir nun über Yasuos Q, Stahlsturm. Nach kurzer Kanalisierung stößt Yasuo sein Schwert in Richtung eures Mauszeigers und fügt allen getroffenen Gegnern Schaden zu. Stahlsturm funktioniert wie ein normaler Angriff. Dies bedeutet, dass Yasuo critten kann und Treffereffekte am nächsten Gegner angewendet werden. Wenn Yasuo dreimal hintereinander Stahlsturm ausführt, so erzeugt er beim dritten Mal einen Wirbelwind, der Gegnern in einer Linie Schaden zufügt und diese in die Luft schleudert. Stahlsturm ist seine wichtigste Fähigkeit auf der Lane. Aufgrund der niedrigen Abklingzeit kann er seinen Q benutzen, um seinen Gegner zu bedrängen und seinen Wirbelwind vorzubereiten. Indem er die Fähigkeit so häufig benutzt, ist er in der Lage, Kha'Zix in die Luft zu schleudern und so weitere Angriffe zu landen. Yasuo kann Stahlsturm auch benutzen, während er gerade mit sausende Klinge losstürmt. Wenn er die Fähigkeit während des Heranstürmens benutzt, so schlitzt er alle Gegner um ihn herum auf. Wenn Yasuo mit sausende Klinge heranstürmt und dabei seinen dritten Q aktiviert, schleudert er seine Gegner zusätzlich in die Luft. Windmauer hat eine passive und eine aktive Komponente. Die passive Komponente sorgt dafür, dass sich Yasuos Flussleiste schneller füllt, wenn er voranstürmt. Die Aktivierung der Fähigkeit erschafft eine Mauer, die jegliche gegnerische Projektile für einige Sekunden abfängt. Normale Angriffe, Skillshots und gezielte Fähigkeiten eingeschlossen. Lediglich Turmangriffe werden nicht geblockt. Windmauer hat das Potenzial, Unmengen an Schaden abzufangen, wenn man sie richtig positioniert. Stelle bei der Flucht eine Windmauer hinter dich, um sicherzustellen, dass du unbeschadet davonkommst. Yasuos ultimative Fähigkeit heißt Windschwert und hat eine riesige Zauberreichweite. Allerdings kann sie nur gegen Champions ausgeführt werden, die in der Luft sind. Windschwert teleportiert Yasuo zu seinem Ziel und hält es kurz in der Luft fest, während er physischen Schaden zufügt. Wenn Yasuo landet, ignoriert er für lange Zeit einen großen Teil der gegnerischen Bonusrüstung. Hierbei sollte man zwei wichtige Dinge beachten. Erstens, Windschwert hält alle Gegner fest, die in die Luft geschleudert wurden und sich in der Nähe von Yasuos Ziel befinden. Zweitens, Yasuo kann von allen Fähigkeiten profitieren, die Gegner in die Luft schleudern, wodurch er sehr gut mit Champions wie Janna zusammenarbeitet. Windschwert ist eine extrem starke Fähigkeit, mit dem Potenzial, das Blatt in jedem Kampf zu wenden. Yasuo ist hier in der Lage, seinen Ult an Malphites zu hängen, um Sejuani so in Sicherheit zu bringen. Schauen wir uns einige von Yasuos Kombos an, bevor wir über seine Spielweise sprechen. Zunächst etwas Einfaches für die Lane. Nachdem ihr euren Flussbalken gefüllt habt, stürmt ihr mit E durch einen Vasallen und kommt so in die Nähe eures Gegners. Landet euren Q und stürmt dann durch einen Vasallen zurück. Mit Hilfe des passiven Schilds gewinnt ihr den Schlagabtausch. Als nächstes kommt eine Alles-oder-Nichts-Kombination.
Nachdem ihr seinen Coup mit Vasallen vorbereitet habt, benutzt ihr wieder seinen E und schlagt dann erneut zu, indem ihr beim Voranstürmen Coup verwendet. Dies garantiert einen Wirbelwind. Während ihr euren Gegner verfolgt, kombiniert ihr euren Wirbelwind mit eurer ultimativen Fähigkeit und werft noch einen letzten Coup hinterher. Diese Kombination ist gegen Mitte des Spiels besonders effektiv. Sobald Yasuos passives Schild durchschlagen wurde, habt ihr ein kurzes Zeitfenster für einen Schlagabtausch. Fernkämpfer können das Schild relativ einfach durchschlagen und euch dann direkt mit starken Fähigkeiten treffen. Erfolgreiche Yasuo-Spieler werden sich schnell entscheiden, ob sie zurückschlagen oder sich schnell zurückziehen, bevor das Schild ausläuft. Wenn ihr euch auf einen Kampf einlasst, sucht nach Möglichkeiten, Fernkämpfer mit einer Windmauer zu blockieren, während ihr euer Ziel verfolgt. Six wurde blockiert und Yasuo trifft Amumu mit mehreren Qs, während er darauf wartet, dass er durch den Engpass zur mittleren Lane läuft. Sobald sie dort angekommen sind, trifft Yasuo mit Leichtigkeit einen Wirbelwind und sichert sich so die Tötung mit Windschwert. Die Reichweite des Wirbelwinds eignet sich großartig dafür, einen Kampf anzuzetteln. Yasuo bereitet nach einem fehlgeschlagenen Gank seinen Coup vor, bevor er sich zurückzieht. Als er sieht, dass Jinx zurück auf die Lane läuft, stürmt er schnell durch einen Vasallen, um einen Wirbelwind auf große Distanz vorzubereiten und mit Windschwert zur Tötung anzusetzen. Indem er Stahlsturm auflevelt und Angriffstempo baut, ist Yasuo in der Lage, seinen Coup schneller aufzubauen, da die Abklinge- und Ausführungszeit reduziert ist. Sobald Yasuo nah genug ist, um seinen ersten Coup zu landen, ist seine Ausführungszeit so niedrig, dass er die Fähigkeit während des Laufens benutzen kann. Yasuo profitiert am meisten von seiner ultimativen Fähigkeit, indem er sie zu Beginn von Teamkämpfen einsetzt. Nachdem er sich erfolgreich neu positioniert, benutzt Yasuo seine zusätzliche Rüstungsdurchdringung, um seinen Schaden für den Kampf deutlich zu erhöhen. Stahlsturm hat eine so kurze Abklingzeit, dass Yasuo ihn in seine normalen Angriffe einbauen kann. Während er Garen den Rest gibt, benutzt er sausende Klinge, um Orianas Ball auszuweichen, bevor er sie mit seinem zweiten Wirbelwind erwischt. Hätte Yasuo Windmauer verwendet, um Caitlyns Angriffe abzuwehren, hätte er vielleicht überlebt und sich einen Pentakill verdient. Beim Gegenstandskauf sollte man sich die zentralen Attribute seiner Spielweise ansehen. Lauftempo, Angriffstempo, kritische Trefferrate und Verteidigung. Kritische Treffer sind dank seiner passiven Fähigkeit doppelt effektiv. Und Lauftempo erlaubt es ihm, an Gegnern dran zu bleiben und seinen Schild schneller zu regenerieren. Statics Stich ist daher ein großartiger Gegenstand zum Anfang des Spiels, insbesondere weil sausende Klinge den Gegenstand ebenfalls auflädt. Angriffstempo betrifft die Abklinge- und Ausführungszeit von Stahlsturm, wodurch er häufiger seinen Wirbelwind ausführen kann. So schön hoher Schaden auch sein mag, Yasuo braucht defensive Gegenstände, um im späteren Spielverlauf zu überleben. Randuins Omen oder Schleier der Todesfee helfen ihm dabei, seine Gegner zu verfolgen und gleichzeitig mehr einzustecken. Vielen Dank für das Anschauen des Yasuo Champion Spotlights. Abonniert den YouTube-Channel von Riot Games und hinterlasst uns eure Kommentare unter dem Video.